So. Und morgen. Der Tag vor den Ferien. Ich brauche Ferien. Auf alle Fälle hoch. Guten Morgen im Laden. Also, das Rad wird jetzt gleich abgeholt, hoffe ich hier. Und wenn nicht, ist auch egal. Wird es halt später abgeholt. Nuki ist in der Schule, letzter Tag, und die beiden anderen sind zu Hause. Die eine, weil sie eine Schuluntersuchung hat, die Lumen. Und die Skadi, weil sie furchtbar krank ist. Mann, hier sind wir alle abwechselnd krank. Das ist eine Katastrophe mit so vielen Leuten. Müssen wir durch. Gut. Dann starten wir mal in den Tag. Ich muss mal ganz kurz zu den Kindern. Bin leider Wolke. Wartest du einen Moment hier? Ah ja, mach mal. Ich muss mal gucken, was da los ist. Wolfgang, was gibt's heute? Ach, gar nicht. Also ich war gestern ganzen Tag auf Treppe. War gestern Abend noch beim Augenarzt gestern Nachmittag, Herr Augenarzt. Ah, eine TV pur? Wieso guckst du so was denn? Nur? TV nur, TV. Moin. Ja? Du, sag mal, hast du ein Tandem? Und aufgebaut, vielleicht am allerbesten. Für mich privat. Na, einen Rahmen habe ich gerade da. Ja? Ich gerade zerlegt, ihr habt zum Neuaufbauen. Hat es zerlegt? Ist zerlegt zum Neuaufbauen. Okay, hast du den Antrieb für das da? Irgendwo, aber weiß ich nicht. Okay, wann passt der denn, wenn ich mal vorbeikomme? Das ist ja altes Ding. Das ist aus den 60er Jahren. Echt? Ja. Okay, dann bin ich neugierig, ich komme später vorbei. Mach mal. Wasserstand des Rheins auf 16 cm. Ja, das ist nicht tief. Nee. Wir haben ja gesagt, hier in der Spree bei uns hier auch. Spree fließt rückwärts. Ja, da haben wir gesagt, hier in der Spree auch alle trocken. Ich bin dabei, wenn es so weiter geht, können wir nächstes Jahr keine Schiffe mehr fahren. Hier werden oft Möbel rausgeschmissen. Wie die Straße da aussieht, überall liegt auf der Straße. Und dann wundert sich, wenn ich sauber hier mache. Ich dachte, das ist wirklich eine Schande. Da ist dann die kaputt. Der behinderte Mann verschwand nach Vernehmung. Die Suche nach Igor Matsuljak. Oh, der ist schon ganz so weit weg. Aus Buch geht oder? Weiter. Ja, der wurde zerstört oder irgendwie. Was haben Sie einen geistig behinderten Orientierungslosen nach der Vernehmung auf der Straße ausgesetzt? Ja, ja. Die Polizei. Aber von Vernehmung. Sag mal, hast du was gehört? Die haben mal vorige Woche in der Sandner Straße haben sie eine Uhr ausgeräumt. Sandner Straße 26. Ehepaar. Also, ich hatte eine Zeitung drin. Nee, ja, dann liest ja keine Zeitung. Das haben wir uns nur das, was du mir hier gibst? Ja, den küsse ich. Nee, ich sag ja gerade. Weil ich dachte, Mensch, sie ist 77 und er ist 76. Die wohnen 70 Jahre, 40 Jahre, wohnen in das Haus drin, in der Sandlerstraße. Das ist ein Thema. Na, das ist doch das, wahrscheinlich, was in der Zeitung stand. Hat ja, man doch gesehen. Ja, da war ich jetzt gerade. Die beiden sind das? Ja. Okay. Vom Weg hatte ich die auch. Und? Weiß ich nicht. Wir haben sie rausgefreut, haben sie eine Wohnung gekriegt in Marzahn. Die Schande von Neukölln hieß es damals. Ja. Das war eine Sanderstraße, ja? Ja. Sanderstraße 26, 25. Radler schiebt Rollifahrerin Hang hinunter. Jetzt wird man sehen. Hallo. Moin. Heute ohne Polizistenmütze. Ja. Du? Ah ja, jetzt habt ihr jetzt ausgesetzt. Ich daher, wenn ich daher. Hat sie es trotzdem erkannt? Ja. Du sie aber nicht, merk schon. Andrea L. im Krankenbett, eine Rippe bohrte sich in ihre Lunge. Was für ein Scheiß, wer macht Andrea denn sowas? Radfahrer hatte die Frau so dicht an einer Hand Hang geschoben, dass sie hinunterfiel. Das ist alles bekloppt, du kannst ja nicht.
Er schob sie über einen Wanderweg, der oberhalb eines Baches verläuft. Ihr Mann ging hinunter, ließ Andrea auf einer Kuppe. Dann näherte sich ein Radfahrer. Andrea, obwohl genug Platz war, sagte er, ich komme hier nicht durch, ich schieb sie mal zur Seite. Das ging so schnell, dass ich nicht mal antworten konnte. Der Mann soll den Rollstuhl aber so abgestellt haben, dass die Vorderräder ja an der Kante zum Hang auf Laub standen. Dann sprang er auf sein Rad, fuhr los. Eine Sekunde später rutschte ich den Hang hinunter. Sie fiel rund 3 Meter tief. Linke Schulterblatt zertrümmert, Halswirbel angebrochen, Rippenfrakturen. Eine Rippe bohrt sich in die Lunge. Oh, warte. Wer weiß, wie lange da auch. Ich bin aber tot dabei. Die Kirche ist gelähmt, oder? Hä? Die Kirche ist nicht gelähmt. Nee. Na ja, man weiß es nicht. Aber wie gesagt, bei sowas ist es schon die Lunge und Halswirbel. Wie kann man denn so? Ich komme hier nicht vorbei, ich schieb sie mal beiseite. Schlupp, weg. Ja. Was für ein Scheiß, ey. Kannst du an dem machen, ey. Feuer schiebst du schön einen Behinderten erstmal die Böschung runter. Ja, toll der Spaß. Eieiei. Ja. Bis später, mein Freund. Genau, Wolfgang, ich mach mal. Meine Sachen erledigen. Mach das. Was für ein Scheiß. Die Leute sind drauf, unglaublich. Alle keine Zeit mehr, alle gestresst. Alle genervt. Kann man nicht ab. Ja. Um Gottes Willen. Jo, ich räume heute den Keller aus und den gesamten Inhalt erstmal ins Auto. Also hier, nicht den gesamten Inhalt, also diese ganzen Koffer. Erstmal die ganzen Koffer, Taschen. Alles, was nicht im Keller liegen muss und was trocken sein soll, die Karten, die werden alle ausgelagert, die kommen erstmal in die Garage. Das Spielzeug, das alte hier von meinen Kindern, kriegen sie dann irgendwann mal alles vorgesetzt und dann können sie sich ärgern, so, oh, da ist das, oh, scheiße, Flohmarkt werden wir dann irgendwann mal machen. So, der Keller ist leer, der obere Bereich zumindest, und jetzt geht nach oben bei. Wie gesagt, wie gestern, ich habe einen Zettel ran. Es ist zwar schönes Wetter, aber es ist an 1,5 Stunden ist nicht ein Mensch vorbeigekommen erstmal. Die kommen denn schon, wenn ich oben bin. Wenn ich anfange, was anderes zu tun, dann sind sie da. Und dann so schön, Kinder will was haben. Unglaublich. Geile Tarnung. Wunderschöne Muffen. Geniale Draht. Steht seit 5 Jahren. Ja, es ist das Leid, oder das Problem mit Sammlerstücken, dass man sie nur an Sammler verkaufen kann. Leider. Gesundheit! Unglaublich, unglaublich Jure heutzutage. Die
Der Chefkoch ist wieder da. Checo, Checo. Ja, hallo, hallo. Was gibt's heute, Chefkoch? Es gibt Rührei. Der Rührei, das von die Ei. Es sieht aber nicht aus wie Rührei. Nein, noch sieht nicht. Aus wie Speckei. Noch nicht. Wundervoll. Ich freue mich sehr über Speck. Chico. Deswegen ist da so viel Speck drin. Und das ist jetzt schon an? Alles. Nee, ist noch nicht an. Ja, ich warte gerade an. Nicht mehr? Nee, ist aus. Ich wundere mich, warum ich mich so benommen fühle. Ja, kein Wunder, wenn die Flamme die brennt, wa? Denn kein Glück. Mach ruhig ein bisschen mehr Flamme. Ich glaube, das ist schon. Ja, so ist es. Na, ich darf das ja nicht aus den Augen verlieren hier. Ich schäle ja und schnibbel ja nebenbei noch. Na, das wollen wir ja nicht. Aber so viel Speck kann ja nicht noch anbrennen. Lecker, lecker! Aber im Mund zerkleinert und dann drin gespuckt. Oh ja. Dann Chili, dann Zwiebeln. Kann man sich ja angucken im Netz. Riesenportion. Zwisch. Und am Ende der war es Mann, so ein ganz normaler Teller mit so einem ganz normalen Gefühl. Mensch, ich will. Das ist mit Füllrohr. Das ist immer sehr der Teller. Hey, na, Scarface? Alles gut? Guck mal, guck mal. Oh, guck mal. Ja. Das ist im Grunde genommen, das ist eine abgedeckte Pizza ohne Teig. Im Winter ist es aktiv, aber nicht im Sommer. Also. Da hatte ich noch so eine Festnetznummer, die war aber falsch. Da kannte dich keiner. Festnetznummer? Ja. Was denn die hier? Was ist wieder los? Ich habe ganz wichtige Termin. Kann ich das Rad mal kurz stehen lassen? Ja, aber nicht vergessen. Nee. Ich habe jetzt meinen Kloss für mich da gelassen. Habe ich nicht wahrgenommen da unten. Werden wir beim nächsten Mal durchfegen auf jeden Fall. Das ist sein Kumpel, Freund. Was ist sein Kumpel? Wer ist sein Kumpel? Safranlappen. Safranlappen klingt ein krummes Tier. Ja, das Kind ist schulfähig. Ja? Sie hat auch kein Problem damit, wenn wir sagen, wir würden sie noch ganz gerne zu Hause lassen. Ja. Aber da musst du gut drauf aufpassen. Versprochen, Papa. So plötzlich Mama und ich wieder zu Hause. Nee, ich hab keine Zeit. Und der süß wieder. Das ist die Dippe. Kutsch, die Dippe. Daddy. Und hier ist Mami und Skadi. Weg dort mit der Hand. Die nervt total. Und die beiden haben es schön hier. Ich komme mit der Kamera. Und der Kamera. Ich bin hier und dann kocht da der eben. Sweetheart und hat. Ja, sehr schön. Ja, das sieht aus wie Damenniere. So Nebel geworden. Was denn, Moment? Kannst du bitte auf die Kamera aufpassen? Musst du die Nase zweifeln? So schlimm? Das riecht so ekelvoll. Ekelvoll? So ekelvoll, ekelvoll. Speck. Der gute Ekelspeck, so gibt's das als Ersatz. Macht ja nichts draus, denn das sagt sie bei meinem Essen auch manchmal. Ich find's ja eher niedlich. Ehrlich, auf jeden Fall.
Bitte schön. Ist total eklig. Ja, hast du erlebt, guck mal, da haben die Kiste mit Brötchen reingestellt. Müll. 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 Mit Essen. Ja, wer nimmt dein Essen mit? Hm. Aus der Box. Gehen wir vorne an der Ankerklausel ins Wasser werfen. In den Hauben und Schweben. Eine dufte Idee, du. Das ist eine Unternehmer, wenn da oder sollte vielleicht irgendeiner sein, der obdachlos oder so. Eine Packung Papier. Gibt's doch ja nicht. Was? Gibt's doch ja nicht. Gibt in Deutschland keine Obdachlosen. Nee, gibt es doch nicht. Oder abgeschafft. Braucht man jetzt auch nicht mehr sein. Was? Darf man jetzt auch nicht mehr sein, oder? Richtig, keine Ahnung. Ne? Wenn man echt genau sein, aber wir mal auch machen. Für einen Vlog, ein ganz kurzer heute. Auf alle Fälle, heute ist ja nichts weiter passiert. So, ich habe noch ein Rad zu machen, das werde ich jetzt machen. Hier ist ein Rad. Das werde ich jetzt machen. Was mache ich daran? Ich mache ein neues Schutzblech, werde ich anbauen hier an dieses Fahrrad. An diesem Fahrrad ist ein Schutzblech dran. Das ist aber hier oben schon stark beschädigt. Fast gebrochen. Also, das Hinterrad kommt raus. Licht kommt ab. Hinterradausbau. Schutzblech abbauen. Versuchen, das Kabel hier zu retten. Hier unten ist es, glaube ich, nur geklemmt. Das kriegen wir hin. Gucken, ob das Licht funktioniert. Jawohl, es funktioniert. Das ist schon mal gut. Dann wird ein neues Schutzblech angebaut, ein gebrauchtes vielleicht, und dann kommt alles wieder zusammengebaut. Da seid ihr jetzt mit dabei. Das schaut ihr euch an hier, da müsst ihr jetzt. Bremsankerlose Schrauben. Ich fange einfach mal an. Schraube beiseite packen, Schaltbox lösen, abziehen, Schaltstift raus, gleich ins Fett packen, Achsmuttern lösen, Achsmutter lösen. Hinterrad ausbauen, Kette abheben, am Rahmen verstauen, Hinterrad beiseite packen. Liebe Kinder, spart euch die Zeit rumzufummeln und zu versuchen, irgendwie das Blech von hier, wenn das Hinterrad eingebaut ist, noch irgendwie auszubauen und ein neues einzubauen. Baut einfach das Hinterrad raus, dann habt ihr Platz und könnt vernünftig arbeiten. Jetzt das A und O, Platz braucht man. Platz, und das spart am Ende wieder Zeit. Wenn ihr den Platz habt, ordentlich zu arbeiten, Werkzeug vernünftig anzusetzen, ihr macht euch das Werkzeug nicht kaputt, ihr macht euch die Pfoten nicht kaputt und ihr spart Zeit. Ich bin ja manchmal auch so bekloppt. Draußen irgendeine Kundin, die irgendwas irgendwie schnell mal eine Schraube hier in die Rede haben will, hier unten oder hier unten klappert und man will festdrehen, ne? Hier unten an diesen wunderschönen Punkten. Und ich sage, ja, warte mal, ich hol mal schnell. Nee, kannst du vergessen, wird nicht. Ich meine, mit meinen Wurstfinger komme da eh nicht dazwischen. Ja, also hier unten an das Ding, da komme ich eh nicht dazwischen. Oder hier oben, wenn hier so eine Schraube durch ist, die da oben festhält, hier ist es anders, hier ist es besser. Ja, da lass es da.
hab's mir abgewöhnt mittlerweile. Ich sag, lass es da, dann mach ich das. Oder hier hast du eine Schraube. Mach es selbst. Mit zarten Klavierfingerchen hier das. Aber ich gehe nicht mehr. Schaff ich einfach nicht. Komm ich nicht ran. Das dauert mir zu lange. Ich müsste das Hinterrad ausbauen und dann kostet es 10. So, ich baue aus. Ich löse die Schraube jetzt. Kann ich hier vernünftig arbeiten? Ist er? Einwandfrei. Kein Stress, nichts, ja nichts. Hier, geht, klappt, läuft. Ich klemme die Lampe ab. Ja, Kabel ab. Das ist ein geiles Schutzblech hier eigentlich. Aber kaputt? Was soll man machen, ne? So, Schutzblech ist ab. Ging sogar recht zügig. Jetzt müssen wir noch die Lampe hier abbauen. Denn die muss ja ans andere Blech wieder ran. Wo auch immer das andere Blech ist, welches auch immer das andere Blech dann sein wird am Ende. Ich habe nämlich bis jetzt noch keins. Ich muss da erstmal die ganzen Bleche jetzt, die hole ich jetzt hier runter und werde die hier mal hinstellen. Das ist mir zu anstrengend da draußen. Das geht nicht. Lastenrad kommt eh eingewintert, denn hier unten. Jetzt lasse ich unten draußen stehen. Die Lampe. Jetzt gehe ich draußen die Bleche reinholen und bin gleich wieder da. Kerl, und hier hast du Empfang mit dem Handy, ist ein Ding, wa? Ja, Dennis! Ja, rüber! Alles klar, gut, bis gleich, ciao! Ich bin leider auch runter! Ja, bitte? Ja, bitte! Guten Tag, Nator, kommst du drin oder bleibst du draußen? Willst du nicht gesehen werden oder was? Ich muss erst die Skier abschneiden, erst die Skier abschneiden. Achso, alles klar. Eingeweht? Weg ist er schon wieder. Ja, so schnell kann er gehen. Andi ist kameratreu, kamerascheu. Ja, aber schon kommen. Oder was ganz schönes hier? Was denn schönes? Ganz schönes.
Der Riss. Oh, der Angler. Der Leierkasten ist ja, das ja. Leierkasten. Schloss müsste mal von mir irgendwo sein. Irgendwo ist doch ein Schloss. Von dir das auch ein Schloss? Ja. Ich hab mal gewundert, von wem ist das? Ist das von dir? Das muss doch nicht sein. Ich hab den Schloss jetzt gar nicht bei. Scheiße. Der liegt bei Daniela. Das ist von dir, ja? So ungefähr. Wir brauchen mal unten eine Pumpe. Eine Pumpe. Ja, und das ist ja kein Wunder, dass sie dir das geklaut haben. Frage die auch, ja. Wenn du kein Schloss dabei hattest, ja. Ja, doch. Also, ich hatte nur von Dennis geschlossen. Das ist von deinem Papa. Ja. So. Und ich bin runter und losfahren, hab den dicke Schloss schon abgemacht gehabt, hab aber noch mal zu nur mal ein Grabeschloss drum gehabt, ist, um die Räder extra mal zu sichern. Ja. Und hatte irgendwann vergessen. Und morgens um 3:30. Und bin dann noch kurz hoch, ja. Hab die Griffen 3 Minuten, 5 Minuten höchstens. Kurz hoch. Ja. Kam hier runter, Kabelschloss losgeknippt, war weg. Alter, ich dachte, ich stehe im Wald. In der Nacht 3:30, wa? Ja. Oder was? Ja? Da stand doch jeder hinterm Busch und hat das beobachtet, oder? Was? Keine Ahnung. Tommy, ich weiß es nicht. Wenn Fahrräder wegkommen, dann nur so. Alter. Also auch nur so. Nee, am hellsten Draht nur hier, mit dem Fokus. Ja, ich weiß nicht. Auf dem Kaufhausparkplatz, weißt du? Das war ja von langer Hand geplant, aber du war ja eher... Wie hast du ja eingefädelt? Nein. Was meinst du denn von langer Hand geplant? Ja, dann vom Profi auf jeden Fall. Da sind 6 Räder innerhalb von 5 Minuten mitgekommen, weißt du? Die müssen dann mit dem Hydraulik-Body reingegangen sein, der ist so... Bup. Ab, bup, Transporterin und weg. Amen. Große und kleine Dienste für alte Menschen. Ein Grummel gehabt. Eine Stunde unter hätte ich gerne gesehen, deine Sicht, wo du rausgekommen bist. Und mit mir. Wenn man mir ein Fahrrad klaut, ist, also wenn man einen Rollstuhl klaut. Weil ich bin kein Läufer, ich laufe scheiße. Mir tun die Füße weh, mir tun die Knie weh. Laufen bin ich echt nicht viel. Oh, Gottes Willen, Alter. Ich bin nicht laufkompatibel. Gut. Was war das für ihn jetzt? Univega. Univega, wa? Mhm. Ein schöner alter Arm, ist schön, ja, schön ja, versteift, mit immer so Blechlauch in den Ecken reingeschweißt und nicht so schön versteiften Rahmen, der war so geil, der Rahmen. Mit dem XT-Laufradsatz. Genau. Der. Die haben das schon nichts geklaut. Ja, was? Die haben die schon. Ja, was machen die denn bei dir, Alter? Das ist schön mit Spandau. Ich sag dir, die schwimmen. Was, der war nicht mehr drin? Schrottschießen. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, das ist schlimm. Also der war ja auch nicht mehr drin. Da oben sind so viele Russen und Polen in so. Da kenne ich jetzt nur noch an dem Patentsystem von dir. Du musst alle dich mit dreifach, fünffach Ketten und am besten Panzerketten. Ein bisschen und jeden Morgen wieder rausschmelzen. Blei halt. Einfacher, wa? Wenn ich eine eigene Wohnung hätte, würde mein Vater immer nachts in der Wohnung stehen, natürlich. Ja, Dennis. Ja, die kennen wir ja hier alle, wa? Ist das furchtbar, ey. Könnt kotzen, so ja bei den Mieträdern, bei den Dingern, bei den einfachen. Ich mag das ja nicht. Dass da einer mit rumfährt schon. Achtung, Kontakt. Ey, wie blöd. Gut, haben wir. Ey, Gott sei Dank. Licht funktioniert. Schutzblech ist dran. Jetzt muss ich nur das Hinterrad wieder einbauen. Dann habe ich hier ewig dran rumgefummelt an dem Ding. Aber doch noch geschafft. Mehr hin. Hinterrad ist wieder drin. Jetzt kommt das
Schaltstiftchen hier frisch aus dem Fett drin. Wundervoll. Achsmuttern fest, Bremsanker fest, Schaltbox fest, Licht funktioniert, alles fest. Ich bin stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Das war der erste Auftrag heute. Logik. Jetzt bin ich viel zu faul, das hier zusammenzuräumen, alles. Das ganze Chaos hier, schaut euch das mal an. Bin ich jetzt echt faul, weil ich habe draußen noch alles einzuräumen. Jetzt hat er das doch nicht mitgenommen. Ach Mensch, Dennis. Ach Mensch, Dennis. Ach Dennis. Ach Mensch, Dennis. Da noch nicht getrunken von. Ich mag es ja nicht, Lebensmittel wegzuschmeißen. Schluck Kakao. Allerdings kalt. Willst du? Unruhiglich, boah, ist das alles schlimm. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also, wir kriegen noch mal Nachwuchs. Tommy, sieht gerade schlimm aus. Ich mach die Kamera überhaupt nicht weg. So sieht eine Frau aus, die Nachwuchs bekommt. Manu. Ja, genau so. Lauf. Und so von unten. Und hinter der Hand sind Augen. Genau, da einmal blitzen. Tommy wird nochmal Papa zum fünften Mal. Boah, die Hand ist voll. Tada! Ja, das wollte ich nochmal sagen. Da muss man nicht immer so tuscheln und geheimnisvoll und hintern und so und dies und das. Und das ist beim. Wie sagt man? Beim emotionalen Vlog. Hat Marlies mit schon gesagt, dass sie schwanger ist. Deswegen war der Vlog so emotional für mich. Und jetzt kann ich ja sagen, warum? Weil ich nochmal Papa werde. Und das ist. Nun hat sich eine nicht vorhandene Träne weggewischt. Hm? Lumen. Lumen freut sich, damit hätte ich gar nicht so gerechnet. Ich auch nicht. Die ist ja durch. Die hüpft die ganze Zeit durch die Wohnung und. Baby, Baby. Oh, und ich bin so aufgeregt und sie ist noch so winzig klein und sie geht von sie, von ihr. Sie, na vielleicht ist es aber auch er. Nee, also gar nicht, weil die so fixiert ist. Ja, ja, sie, ja. Sondern einfach, oh, und... Die Erbse. Reiskorn ist es im Moment, ne? Ja, sie küsst dann die ganze Zeit meinen Bauch und streichelt und... Ach Gott. Dann habe ich Skadi das nochmal erzählt und Skadi guckt dann so und wollte dann meinen Bauch sehen. Ja. Und dann sagt sie, hast du das Geschenk bekommen? Ja, von mir. Bitte. Ich will das haben. Hat sie doch gesagt. Zum Spielen, wa? Wie bei Barbie so oft klappen, blub. Ah, schön. Wieder zu blub. Ja, wir haben es heute der Familie erzählt und jetzt erzähle ich es allen anderen auch. Ist auch real. Und, schön, ich freue mich. Auf alle Fälle. Marlies freut sich auch und hinter den. Ja, macht sie nicht, weil sie sich schämt. Ja, sie freut sich auch. Stimmt's, Marlies? Ja. Ist überhaupt nicht unansehnlich. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich finde es gut. Marlies, eine hier. Carsten hat gleich eine Runde geworfen. Ein Kakao hat er mir mitgebracht. Und hier so ein Dings hat er mir mitgebracht. Den will ich aber ja nicht schon ganz zu haben. Die Ärztin. Die Chefin, mit der Chefin hier redet. Ist doch toll, ach Mensch, wie schön. Ach, dann brauchen sie keine Rücksicht drauf nehmen, auf, wegen der Arbeit oder sowas. Das ist dann eh egal. Und dann meine ich, naja, wie soll ich das jetzt machen? Soll ich es den Kollegen sagen? Ach, naja, kann ich machen, wie ich will. Letztendlich muss ich dem gar nichts sagen. Kann er versorgen krank?
Ja, so ein kleiner Betrieb ist ja schon ein bisschen doof, ne? Weil ich dann auch immer sage, ich komme zwei Wochen nicht. Ey, das ist so verpflichtend, das ist unglaublich, wie Marlies da in ihrer Arbeit gegenüber, ey, so loyal, ey, das ist Arbeit, unglaublich. Auf jeden Fall kannst du niemanden überhaupt nicht abhaken und sie ist so gespannt, ob sie ein Mädchen oder nicht. Oh Gott, das wird eine lange Wartezeit. Ja, und so. Das habe ich auch. Um Himmels Willen, ey. Und, ich hab, und sie nimmt sich die ganze Zeit immer dieses Bild und dann macht sie es. Oh Gott. Wir haben ja so ein schönes Bild von unserem. Man sieht sehr viel. Oh, ich bin so gespannt, was ist für ein Mädchen oder ein Junge und. Und ich weiß ja auch schon deinen Namen. Oh. Ich weiß jetzt denn gesagt schon einen Namen. Der ist ja auch noch keinen gesagt. Aber sie hat gesagt, ich weiß einen Namen. Ich weiß einen Namen. Ja, ich bin ungespannt, was das wird. Also, wird ein Baby. Also. Eigentlich ist es. Oder was es ist. Ist ein toll wird. Es wird ja, ist ja schon. Genau. Ich hoffe, geht alle gut. Das ist mal abzuwarten jetzt, ne? Ist ja noch sehr früh. Toll. Gute Nacht, damit entlasse ich euch in die Nacht. Wir sehen uns morgen wieder.